Statt Mathe, Deutsch und Bio steht heute Fußball auf dem Stundenplan. Im Franz-Meyers-Gymnasium in Gießenkirchen gibt es ein besonderes Training. Die Schüler können heute mit echten Fußballprofis kicken. Michael Klinkert war Spieler bei Schalke 04 und bei Borussia Mönchengladbach. Marcel Witticek spielte beim FC Bayern München und auch in der Fohlenelf. Heute zeigen sie den Kids ihre besten Tricks. Es geht darum, dass die Kinder nicht nur in der Schule Sport machen, auch vielleicht in ihrer Freizeit. Spaß zu vermitteln, das ist eigentlich die Hauptursache und was wir eigentlich wollen. Ob das jetzt Fußball, Handball oder andere Sportarten sind, ist uns eigentlich egal. Das Ganze ist ein Projekt der AUKA. Unter dem Titel Fit durch die Schule unterstützt sie Projekte wie das Fußballtraining. Mit dabei sind Olli und Luca. Die beiden spielen Fußball, wann immer sie können. Da war es keine Frage, dass sie unbedingt beim Training dabei sein wollten. Ob das klappt, war aber zuerst nicht klar. Und dann hat nachher unser Sportlehrer dann nachher gesagt, dass wir mitmachen können, also manche von uns. Und was hast du dann gedacht? Ja, das war cool. Ich war einfach nur happy. Nach dem Aufwärmen geht's mit verschiedenen Übungen los. Da wird aber nicht nur drauf losgespielt. Es geht viel um Ausdauer, Schusstechnik und Koordination. Wenn ich Kopf sage, müsst ihr den Ball fangen. Wenn ich Hand sage, müsst ihr den Ball zurückwirken. Also immer das Gegenteil, was ich sage. Das macht ihr wahrscheinlich sowieso in der Schule, immer das Gegenteil, was euch sagt. Also kann das ja. Alle verstanden? Ja. Kopf ist Hand, Hand ist Kopf. Und wer einen Fehler macht, eine schnelle Runde um unseren Kreis rum. Kleine Strafen wie Liegestützen gehören auch dazu. Trotzdem ist der Spaß immer dabei. Ein paar der Kids spielen auch im Verein, doch die Schultage sind oft lang. Zum Kicken bleibt dann nie viel Zeit. Und es gibt auch mehr Ablenkung. Heutzutage sitzen die ja vom PC oder am Handy und sind ja gar nicht mehr auf der Straße. Zu meiner Zeit, als ich noch ein Kind war, waren ja nur 3 Programme. Wir hatten noch eine Wählscheibe und kein Internet. Und jetzt haben wir natürlich ein größeres Spektrum, um was anderes zu machen. Diese Kids haben sich aber nicht ablenken lassen. Sie haben jede Menge Spaß mit den Ex-Profis. Und so ein exklusives Training ist schon etwas Außergewöhnliches. Ja, geil. Wir haben noch nie so mit Fußballprofis, also ich habe noch nie so mit Fußballprofis trainiert. Finde ich gut. Also hat auch Spaß gemacht. Haben echt gut uns halt gezeigt, wie es geht und so. Das ist cool, einfach nur.